Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion heute Abend, die der Verein Love Parade Selbsthilfe e.V. vor dem dritten Jahrestag der Love Parade Katastrophe veranstaltet. Ich darf Ihnen vorstellen, erstmal, wer hier oben auf dem Podium sitzt und mit uns diskutiert und welche Fragen wir besprechen, sage ich Ihnen auch gleich. Ich darf als erstes begrüßen Sören Link, den Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. Herzlich willkommen, Herr Link. Ich darf Ihnen vorstellen Professor Julius Reiter, Rechtsanwalt der Kanzlei Baum, Reiter und Kollegen in Düsseldorf. Der, Herr Reiter, Sie sagen es im Zweifel selbst, über 70, 100 sind inzwischen Angehörige, Betroffene der Love Parade Katastrophe als Rechtsanwalt vertritt. Ich darf Ihnen vorstellen Lothar Ebers, der Initiator von Lokonews.org Köln, wahrscheinlich einer der Journalisten, die am besten über die Love Parade Bescheid wissen und sich in dem, was es da zu wissen gibt, auch am besten auskennen. Und last but not least natürlich Jürgen Hagemann, Vorsitzender der Love Parade Selbsthilfe e.V., der heute Abend hier Gastgeber ist. Ich bin es ja gar nicht. Mein Name ist Uli Tückmantel, ich bin Redakteur der Rheinischen Post und habe zusammen mit meinen Kollegen natürlich auch über dieses Thema viel berichtet. Der Titel der Veranstaltung heute Abend heißt Fakten auf dem Tisch. Und da muss man vielleicht mal vorneweg sagen, Herr Reiter kann das bestätigen, es wäre noch nicht einmal physisch möglich, das zu tun, was es da inzwischen gibt. Es gibt als erstes, was man auf den Tisch legen könnte, ein Gutachten, was damals direkt nach der Katastrophe die Stadt Duisburg hat anfertigen lassen. Da reden wir vielleicht gleich noch drüber, Herr Oberbürgermeister. Es gibt inzwischen mehr als 30.000 Seiten Ermittlungsakten, in denen die Anwälte zumindest, zum Teil auch die Angehörigen und Opfer, die Möglichkeit hatten, Einsicht zu nehmen. Es gibt in diesen Akten wiederum einzelne Gutachten. Und ob das alles insgesamt ein Gesamtbild gibt, da bin ich mir nicht so sicher. Und so setzen sich auch die Fragen zusammen, die eigentlich alle offen sind, sonst müssten wir sie nicht stellen, über die wir heute Abend reden wollen. Wissen wir eigentlich denn inzwischen mal, 3 Jahre danach, nach einer der größten staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen, mit einer der größten polizeilichen Ermittlungsgruppen, die es in diesem Bundesland je gegeben hat, wie es eigentlich zu der Katastrophe gekommen ist? Gibt es inzwischen denn mal neue Erkenntnisse zur Planung und zum Veranstaltungstag? Reicht uns oder reicht insgesamt eigentlich die politische Aufarbeitung? Was sind eigentlich für Konsequenzen gezogen worden? Wie weit ist die Love Parade denn inzwischen juristisch aufbereitet? Wann dürfen wir damit rechnen, dass es denn mal ein Verfahren gibt oder gibt es überhaupt eins? Muss vielleicht noch nachermittelt werden? Was könnte in so einer Anklageschrift stehen? Und wie kann, das ist für mich, sage ich Ihnen persönlich, eigentlich die wichtigste Frage, den Hinterbliebenen, Verletzten und Traumatisierten dauerhaft geholfen werden? Und was ist da bisher eigentlich passiert? Ich weiß nicht, ob wir das der Reihenfolge nach abarbeiten wollen, das ist wahrscheinlich nicht so richtig schlau. Ich würde gern als erstes Herrn Hagemann fragen. Sie sind selbst ja Vater einer Tochter, die schwer verletzt worden ist. Dritter Jahrestag, immer noch kein Verfahren in Sicht, immer noch viele Fragen offen. Wie fühlen Sie sich dabei als Vater? Als Vater fühle ich... Als Vater finde ich diesen Zustand natürlich nicht. Können Sie doch bitte mehr angehen, bis Sie das kommen? Ja. Ja, bitte sagen Sie das, okay, wenn wir lauter sprechen, okay, müssen oder so, ja? Ich nehme es in die Hand. Ja, ist auch noch viel einfacher. Als Vater finde ich diesen Zustand nach wie vor natürlich unbefriedigend. Ich finde ihn teilweise auch empörend, wo wir zurzeit stehen. Ich warte natürlich, genau wie alle anderen, auf Ergebnisse, auf Erkenntnisse, auf den Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft, auf die Eröffnung der Verfahren, ganz klar. Ich muss dazu sagen, ich bin in der glücklichen Situation, sagen zu können, meiner Tochter geht es wieder gut. Schön. Sie ist nun fast wieder gesund. Diese Erinnerungen kommen natürlich wieder hoch, gerade jetzt vor dem dritten Jahrestag. Da ist sie auch wieder fertig und braucht Unterstützung. Im Großen und Ganzen geht sie aber wieder sehr gut, das muss man dazu sagen. Sie hat aber auch eine lange Geschichte hinter sich, mehrere Krankenhausaufenthalte, Therapien, stationäre Art, ambulante Art. Sie hat auch sehr viel kämpfen müssen, um wieder zurück ins Leben zu kommen. Hatten Sie denn den Eindruck, so wie Hilfe gelaufen ist, dass das okay war? Oder gab es da Momente, wo Sie gesagt haben, also wenn ich mir vorstelle, wie das jetzt auch anderen geht, das kann eigentlich so nicht bleiben?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gab Hilfsangebote, natürlich von der Notfallseelsorge. Es gab Hilfsangebote, selbst organisierte, aus unserem Verein, aus anderen Gruppen heraus. Aber es gab nicht wirklich eine Auswahl. Also unsere Tochter ist zum Beispiel nicht besonders religiös, nicht besonders fromm, hat sich bei der Kirche im Endeffekt nicht dauerhaft gut aufgehoben gefühlt. Da hätte sicher ein weniger konfessionelles Angebot zusätzlich gefehlt. Herr Reiter, Sie haben vielleicht bei den Betroffenen ja, da Sie ja, Sie haben es gerade ja nochmal gesagt, in über 100 Fällen auch deren Anwalt sind, wahrscheinlich so den besten Überblick. Vielleicht können Sie nochmal schildern, warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis Sie als Anwalt überhaupt mal in diese Ermittlungsakte reingucken können? 3 Jahre, finde ich, das waren fast 3 Jahre, ist, glaube ich, eine erheblich lange Zeit. Und was haben Sie daraus eigentlich erfahren, was Sie vorher noch nicht wussten? Ja, also, dass es eine lange Zeit ist, damit war zu rechnen. Ich bin nur der Meinung, 3 Jahre, da kann eigentlich dieser Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit nicht mehr gelten. Denn die Eltern, die Hinterbliebenen, wollen wissen, warum ihre Kinder gestorben sind, warum sie ins Leben gekommen sind, warum sie verletzt wurden und warum sie traumatisiert wurden. Und letztlich geht es gar nicht darum, Verurteilungen allein herbeizuführen. Es geht einfach darum, zu erfahren, was ist der genaue Tathergang gewesen? Was ist eigentlich, wie bewertet man diesen Sachverhalt? Wir haben ja dieses unwürdige Schauspiel erlebt, dass die Stadt, das Land, der Veranstalter sich gegenseitig die Schuld zuwiesen. Und für die Opfer ist es eben wichtig, dass sie innerlich den Sachverhalt zumindest abschließen können und nicht in dieser Ungewissheit bleiben. Denn sie kämpfen mit den Folgen, sie müssen den Alltag bewältigen, aber sie haben immer noch kein klares Bild, was genau passiert ist. Und dafür ist diese Bewertung, die Deutung dessen, was passiert ist, ist total wichtig. Und das Neue an diesen, also das Ermittlungsverfahren, beziehungsweise die Akteneinsicht, die uns nicht gewährt wurde, lag an den Einsprüchen der Verteidiger, der Strafverteidiger. Das ist deren gutes Recht. Also der Beschuldigten. Der Beschuldigten, genau. Die haben eben versucht zu verhindern, dass wir in die Akten gucken, weil sie dann Angst hatten, dass die Sachen in die Öffentlichkeit geraten und dass es zu Vorverurteilungen kommt. Nun muss man sagen, die Akteneinsicht, die wir jetzt schließlich bekommen haben, ist nicht vollumfassend, sondern es sind Aktenteile. Es sind, denke ich mir, gerade bestimmte Teile, die sehr belastend sind, auch rausgenommen worden auf Antrag der Verteidiger. Sodass uns natürlich vieles fehlt. Aber es gibt bestimmte Dinge, die einfach beeindruckend sind. Und da geht es einfach um klare Fakten. Nämlich dieses Keith-Still-Gutachten. Das ist wirklich beeindruckend. Weil das müssen Sie vielleicht im Zweifelsfall eben erklären, was da drin steht, weil das wird nicht jeder kennen. Das ist das Gutachten dieses britischen Sachverständigen, der gesagt hat... Herr Still ist ein, man muss nicht sagen Panikforscher, das ist jemand, der erforscht, wie sich Menschen in großen Ansammlungen verhalten. Der ist ein internationaler Experte. Der hat unter anderem beispielsweise die Planungen gemacht bei den letzten königlichen Hochzeiten in Großbritannien und hat geguckt, stimmen da die Sicherheitskonzepte, sind die Räume groß genug, kann da schnell genug entfluchtet werden, wie viele Menschen passen da überhaupt hin? Und er kommt zu dem Ergebnis, dass wer die Grundrechenarten beherrscht, hätte erkennen müssen, dass diese Veranstaltung in einer Katastrophe endet. Und es wird so deutlich, das wird so deutlich, dass man sich fragt, also wie kann man eigentlich überhaupt noch an der Verantwortung der Stadt Duisburg zweifeln? Wie kann man da noch von Unschuldsvermutung reden? Wie kann man an der Verantwortung des Veranstalters zweifeln? Und letztlich muss ich auch sagen, an der Verantwortung der Polizei, die ja die Veranstaltung nicht abgeblasen hat. Ich sage mal, das Verhalten dieser drei Parteien, also Stadt Duisburg, dann Veranstalter und die Polizei, vergleiche ich mit den drei bekannten Affen, die sich ihre Sinnesorgane zuhalten. Nämlich die Stadt, die diese Veranstaltung durchführen wollte und die Augen verschlossen hat, sich die Augen zugehalten hat, diese nicht genehmigungsfähige Veranstaltung genehmigt hat. Dann der Veranstalter, der sich die Ohren zugehalten hat, weil er die Auflagen nicht erfüllt hat,
wesentliche Auflagen nicht erfüllt hat und die Polizei, die nicht den Schneid gehabt hat, die Veranstaltung abzublasen, obwohl sie gesehen hat, was dort am Veranstaltungstag passiert ist, und sich den Mund zugehalten hat. Ja, es ist Ihre Deutung, es ist meine, ich bin... Entschuldigung, würden Sie uns hier oben auf dem Podium ersprechen lassen? Wir geben Ihnen nachher die Gelegenheit, dazu was zu sagen. Das ist nett, vielen Dank. So, und insofern ist dieses Stillgutachten von den so belastend, dass ich fest davon ausgehe, dass wir in diesem Jahr mit einer Anklageerhebung zu rechnen haben. Und es deutet ja auch aus Ermittlerkreisen jetzt heraus, dass es dazu kommt, auch wenn es einen Opferanwalt gibt, der was anderes gesagt hat in der Öffentlichkeit. Ich gehe davon aus, ob es zu Verurteilungen kommt, das ist nachher eine andere Frage. Herr Reiter, erstmal vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, Stadt ist gerade angesprochen worden. Sie sind ja jetzt in einer besonderen Situation eigentlich. Sie sind nicht nur der Chef von Menschen, die da beschuldigt werden, die massiv beschuldigt werden und wo man ja tatsächlich auch wahrscheinlich manchmal Schwierigkeiten hat, immer zu sagen, da habe ich jetzt wirklich aber eine ernsthafte Unschuldsvermutung. Sie sind aber auch deshalb in einer besonderen Situation, weil Sie überhaupt erst gewählt worden sind, weil die Bevölkerung von Duisburg nicht damit zufrieden war, wie der mit für diese Planung und Veranstaltung verantwortliche Oberbürgermeister, Ihr Vorgänger Adolf Sauerland, mit dem Thema umgegangen ist. Insofern ist natürlich, denke ich mir, ich weiß nicht, ob Sie das so empfinden, vielleicht können Sie ja was zu sagen, die Anforderung von vielen Seiten an Sie auch eine große. Vielleicht können Sie mal schildern, jetzt aus rein dienstlichen Gründen, wie müssen Sie sich als Oberbürgermeister jetzt gegenüber den Beschuldigten da verhalten? Müssen Sie die schützen oder dürfen Sie die auch mal fragen, sag mal, ist das eigentlich bei dir alles richtig gelaufen? Also zunächst mal ist mir schon durchaus bewusst, wie die Situation in Duisburg im letzten Jahr oder vor dem letzten Jahr war, wie es zu der Abwahl gekommen ist, warum es zu der Abwahl gekommen ist und dann auch zu einer Neuwahl. Die Love Parade-Tragödie war ja keine singuläre Tragödie. Es war ja, das habe ich in der Rede im letzten Jahr gesagt, es war ja im Grunde eine doppelte Tragödie. Es war einerseits das, was zu der Katastrophe geführt hat, das ist Gegenstand des Strafermittlungsverfahrens, und es gab eine weitere Tragödie, die bestand darin, dass im Nachgang dazu das Verhalten des damaligen Oberbürgermeisters im Grunde nochmal Schaden angerichtet hat, nochmal Schmerz und Leid zugefügt hat und im Grunde beides zusammen dann die Duisburger ermutigt hat, das selber in die Hand zu nehmen, als er nicht zurücktreten wollte und zu sagen, dann wählen wir ihn eben ab. Also insofern bin ich mir der besonderen Beziehung und auch der besonderen Verantwortung durchaus bewusst. Ich hoffe, ich habe das in der Rede im letzten Jahr auch deutlich machen können und habe auch das letzte Jahr versucht, durch zahlreiche Gesten, durch zahlreiche Handlungen im kleineren, nicht öffentlichen, aber auch durchaus im öffentlichen Bereich dem Rechnung zu tragen. Insofern bin ich mir der Verantwortung bewusst, das wird auch bleiben, das habe ich auch im letzten Jahr gesagt. Das ist nichts, was die Stadt Duisburg verdrängen oder vergessen will, sondern es ist etwas, was wir annehmen und woraus eine Verpflichtung für die Stadt erwächst, auch für den Oberbürgermeister. Ich frage jetzt nochmal danach, Sie haben elegant dran vorbei geantwortet, im Umgang jetzt mit den Beschuldigten in Ihrem Rathaus. Es ist, wenn ich richtig weiß, keiner so richtig versetzt worden, bis auf einen Stadtdirektor, der macht jetzt was anderes. Der konnte sich zum Beispiel nicht erinnern auf Befragen, das geht zumindest aus den Unterlagen hervor, der konnte sich nicht erinnern, wer eigentlich für die Planung dieser Love Parade im Rathaus verantwortlich war. Also der konnte nicht sagen, ob das jetzt der Dressler war, das ist der frühere Baudezernent gewesen, oder ob das vielleicht Herr Rabe war. Also Stadtdirektor sagt, ermittelnde Beamten, weiß ich nicht. Bis auf den sind, glaube ich, alle anderen in ihren Ämtern geblieben, oder? Es sind zunächst mal ist richtig, Herr Dr. Greulich ist kein Angeklagter oder Beschuldigter gewesen. Die anderen sind zunächst mal im Stadium der Beschuldigung und insofern gilt auch für die, bei allem Verständnis für Herrn Dr. Reiter, die Unschuldsvermutung, Sie sind natürlich da geblieben, wo Sie vorher waren. Und wenn es zu einer Anklage kommt, und ich glaube, das geht allen so, dass diese Anklage längst überfällig ist, auch ich würde mir als Bürger dieser Stadt und als Oberbürgermeister sehr wünschen, dass bald Anklage erhoben wird, weil ich glaube, dass das nicht nur für die Angehörigen, für die Verletzten und Betroffenen ein wichtiger Klärungsprozess ist, sondern für die gesamte Stadt Duisburg auch ein wichtiges Faktum ist, was endlich mal geschaffen werden muss. Man muss Klarheit haben. Und dann werden wir, wenn Anklage erhoben wird, wenn klar ist,
juristisch klar ist, wohin soll, wird die Reise gehen, gibt es Anklagen und gibt es auch letztlich Urteile, dann werden wir natürlich auch in jedem Einzelfall dienstrechtlich prüfen, was zu veranlassen ist. Es ist ein Verfahren, was bei Anklageerhebungen generell gilt, dass dann ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Das wird auch hier passieren, und zwar in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung. Jetzt fragt sich aber natürlich wahrscheinlich jeder, in den letzten Wochen ist ja nochmal diskutiert worden, was eben auch aus diesen Akten, in die man jetzt Einsicht haben kann, oder in, zumindest einige können darin Einsicht haben, hervorgeht, dass da im großen Stil dienstliche E-Mails offenbar abhandengekommen sind, sage ich jetzt mal höflich. Da brauche ich aber doch eigentlich kein Strafverfahren, Herr Oberbürgermeister, um dann mal einen Beigeordneten zu fragen, hast du hier E-Mails gelöscht? Bist du so einer, der sowas tut, und möchte ich dich auf diesem Posten noch haben? Also es geht ja nicht nur darum, was die Person Sören Link gerade denkt, sondern es geht darum, was in einem formal oder sehr formalistischen Verfahren der Oberbürgermeister als Dienstvorgesetzter denkt. Und ich habe natürlich, als ich die Medienberichte zur Kenntnis genommen habe, unmittelbar auch nachgefragt, wie ist das denn damals bewertet worden? Und die Ansage war eben sehr deutlich, es gab unmittelbar danach und auch fortlaufend immer wieder Spiegelungen der Festplatten, der dienstlichen Festplatten, sodass alle dienstlich relevanten Daten auch gesichert worden sind durch die Staatsanwaltschaft. Und es gab auch darüber hinausgehend keine weiteren, zumindest mir bekannt, keine weiteren Anforderungen der Staatsanwaltschaft, dass ich den Eindruck haben könnte, da fehlt tatsächlich irgendetwas. Das wäre mir neu. Ich habe zugesagt, das gilt auch nach wie vor, wenn es da irgendwelche Anforderungen der Staatsanwaltschaft gibt, brauchen die nur anrufen. Ich werde alles das, was ich machen kann, veranlassen, um diese Informationen auch zu beschaffen. Aber Stand heute kann ich nur sagen, die dienstlich relevanten Daten wurden zeitnah und auch fortlaufend von der Staatsanwaltschaft gesichert, gespiegelt und sind auch in deren Besitz. Ich muss das jetzt einfach mal fragen, weil das, denke ich mir, interessiert ja auch viele. Sie haben das ja gerade ganz klar gesagt, dass Sie sich von Anfang an natürlich auch zur Verantwortung der Stadt da bekannt haben, weil es eben diese zwei Katastrophen gab. Jetzt hat Ihr Amtsvorgänger Ihnen dieses schnelle Gutachten hinterlassen, was da bei dieser Mülheimer Kanzlei gemacht worden ist, wo unterm Strich drinsteht, alles richtig gemacht. Sind Sie da, nur mal rein sachlich beantworten, sind Sie da als Nachfolger, als Oberbürgermeister daran gebunden, das auch zu glauben? Das ist natürlich eine Frage, die man nicht so ohne weiteres mit Ja und Nein beantwortet. Ja, das denke ich mir. Das Gutachten damals in einer anderen Rolle als Abgeordneter im Innenausschuss des Landtages zur Kenntnis genommen und habe es als Entlastungsversuch der Stadt Duisburg damals auch dargestellt. Es war allerdings ein Gutachten, was nicht in einem juristischen Verfahren, sondern auf Anforderung dieser, also aus Anlass dieser Anhörung im Landtag erstellt worden ist. Insofern habe ich meiner damaligen Position nichts hinzuzufügen, aber es ist nicht Gegenstand des jetzigen, also das Gutachten selber, nicht Gegenstand des jetzigen Strafverfahrens. Insofern muss man diese beiden Aspekte auseinanderhalten, und das habe ich auch bisher getan. Das heißt, Sie stehen da nicht hinter, also Oberbürgermeister? Es ist in der Welt, also insofern ist es auch, was seine Argumentation angeht, öffentlich und insofern dann auch wiederum Gegenstand in der Beurteilung. Aber die Aussagen, die da drin stehen, die kann ich jetzt im Moment, weil es einfach juristisch ein juristisch laufendes Verfahren ist, nicht bewerten. Der Herr Evers wird neben Ihnen ganz nervös. Also als erstes, das Gutachten ist kein Gutachten, das heißt nicht mehr Gutachten, sondern das ist ein Bericht. Bericht zum Verwaltungshandeln der Stadt Duisburg. Ich wusste, ich lerne heute viel. Also das erhebt gar nicht den Anspruch, den Sachverhalt objektiv, das ist ein Auftragswerk, das muss man deutlich sagen. Damit reiht sich das Gutachten ein in das, wie Ihre Amtsvorgänger das gemacht haben, nämlich Desinformation. Die Geschichte beginnt damit, dass als Herr Kopacek hier noch mit Herrn Rabe und Herrn Sauerland die Pressekonferenz vom Sonntag nach dem Geschehen am Vorbereiten, es bildet sich gerade eine Kripo-Kommission und geht in die Vorbereitungsrunde der Pressekonferenz rein, und Herr Rabe hat da schon drei Aktenordner für die Kripo-Beamten zusammengestellt. Das findet man erstmal prima, das findet man Compliance, das findet man Kooperation, und die werden eine ganze Zeit lang brauchen, um zu merken, dass da das Gleiche sich durchzieht, wie in dem sogenannten Bericht auch, nämlich, dass das gezielt zusammengestelltes Zeugs ist, auch bei Herrn Dressler. Das dauert aber ein bisschen, bis man das merkt. Man muss erstmal in den Sachverhalt rein.
So, dann kommt man relativ schnell auf die Idee, Herr Greulich und Herr Raabe federführend diesen sogenannten Bericht für teures Geld in Auftrag zu geben, den relativ schnell dem Landtag und der Presse zu präsentieren. Da waren wir, ich als Zuschauer, Sie als Abgeordneter in der Runde, und wir fanden das alle hinreichend unsäglich, auch von Lobavent, aber auch von der Stadt Duisburg. So, nun haben Sie kandidiert unter dem Titel Neuanfang, und nun ist simpel die Frage, ob zu dem Neuanfang nicht auch irgendwas Zusätzliches zu dieser Desinformation gehört. Und da fehlt was. Da ist einfach, Sie könnten natürlich eine Revision des Berichtes geben oder ergänzender Bericht der Stadt Duisburg zum Verwaltungshandel. Sie hätten heute keine größere Schwierigkeit, diese Gelder beim Regierungspräsidenten zu kriegen, als wie das Herr Sauerland und Herr Raabe gekriegt haben. Damit würden Sie auch genauso wenig wie Herr Sauerland und Herr Raabe in die juristischen Ermittlungen eingreifen. Auch die Geschichte mit, die Staatsanwaltschaft hat ihre Bänder beschlagnahmt. Das muss Sie als Verwaltungschef interessieren, wenn irgendeiner hier E-Mails löscht. Es gibt nämlich Paragraphen, die das verbieten. Weil nämlich jedes Verwaltungshandeln muss vor Verwaltungsgerichten nachprüfbar sein. Insbesondere, wenn eine Verwaltung hier rausgibt und anschließend liegen hier 21 Tote und 500 Verletzte. Also, dass dieser Bericht nicht dringend ergänzungsbedürftig wäre, was das Offenlegen von der Stadt Duisburg an ist, da wären wir uns wahrscheinlich in jedem anderen Kreis einig. Und irgendwie, ich habe es nicht ganz verstanden, ist Ihnen dieser Schritt nicht gelungen, Sie haben ihn nicht wichtig gefunden. Er ist aber überfällig, auch heute noch. Und ich sage Ihnen jetzt ein ganz kleines Beispiel, was Sie meiner Meinung nach morgen tun könnten. Veröffentlichen Sie die Akten, aus denen dieser Bericht erstanden ist. Ich hoffe mal, die gehören Ihnen. Die sind gezielt zusammengestellt worden, als Herr Greulich die Pressekonferenz gemacht hat, drüben im City-Palais, standen die alle an der Wand, ich glaube 50 Aktenordner. Geben Sie einfach mal die 50 Aktenordner aus der Kanzlei Heuking, interessierten Betroffenen der Staatsanwaltschaft und so weiter. Und da wird sich relativ schnell herausstellen, dass dasselbe passiert ist wie an dem Sonntagnachmittag, nämlich dass gezielt Zeug gepflückt worden ist und anderes Zeug ist nicht da. Und dann, Sie müssen disziplinarisch tätig werden, um das mal zu sagen. Also Sie müssen das endgültig in einer Anklage um. Das ist ja richtig. Aber eigentlich müssen Sie es machen beim Verdacht eines Dienstvergehens. Und jetzt ist einfach die Frage, hat in dieser Stadt bis heute, gucken Sie sich ja andere Skandale, die hat die Stadt ja auch, also das City-Palais und Bestechung und was weiß ich nicht alles, Einkauf und so fort. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie irgendeinen anderen, der sowas macht, hier einen Rechtsanwalt an die Seite stellen würden und dann würde die Unschuldsvermutung gehen. Herr Evers, das Problem ist, wir wissen viel, aber wir müssen dem Oberbürgermeister auch die Möglichkeit zur Antwort lassen. Ja. Das tut er jetzt. Also es ist zunächst mal nicht richtig, dass in dem Fall, oder ich versuche es mal andersrum. Die Staatsanwaltschaft hat von der Stadt Duisburg alle Akten bekommen, die sie gewollt hat. Und wenn sie weitere Akten will, reicht ein Anruf, dann kriegt sie weitere Akten. Insofern ist mir der Vorwurf nicht ganz eingängig und einleuchtend. Ich stehe da für Transparenz der Staatsanwaltschaft gegenüber und das werde ich auch weiterhin tun. Punkt 2, ob der Person Sören Link alles gefällt oder nicht gefällt, ist in dem Fall erstmal unrelevant, weil es hier um ein formales Verfahren geht, Herr Evers. Da tragen Sie keine Verantwortung, deswegen können Sie auch eine Menge Sachen sagen. Ob die stimmen oder nicht, ist erstmal völlig egal. Ich trage als Oberbürgermeister Verantwortung, im Übrigen auch für alle meine Mitarbeiter. Und ich gedenke, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Und ich weiß, dass das ein schwieriger Spagat ist. Ist mir doch völlig klar, dass die Interessen der Angehörigen, dass die Interessen der Betroffenen, dass die Interessen der Anwälte nicht zwingend die gleichen sind wie meine Interessen als Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. Und das muss in so einer Diskussion auch auszuhalten sein, weil es im Moment nicht auflösbar ist. Es wird wahrscheinlich erst auflösbar sein, wenn ein Gericht Klarheit geschaffen hat. Dann wissen wir nämlich tatsächlich, ob die Einschätzung von Herrn Reiter, ob Ihre Einschätzung, ob die Einschätzung von irgendwelchen Journalisten richtig ist oder ob es da eine andere Einschätzung gibt, der sich das Gericht anschließt. Derzeit kann ich nur sagen, es gibt mehr oder weniger begründete Einschätzungen, es gibt Sachverständige, es gibt Gutachten, aber das alles wird am Ende irrelevant sein, weil es am Ende auf die Entscheidung des Gerichts ankommt. Und ich will Ihnen noch einen letzten Satz sagen zum Thema, wie sieht es mit Disziplinarverfahren aus. Es ist eben nicht so,
dass die bereits völlig willkürlich vom Oberbürgermeister eingeleitet werden können, sondern in so einem Fall ist es üblich, dass sobald Anklage erhoben wird, tatsächlich ein Disziplinarverfahren eingesetzt wird oder begonnen wird und unmittelbar wieder ausgesetzt wird, um das laufende Strafverfahren, dann ein Gerichtsverfahren abzuwarten. Und dann wird vor dem Hintergrund des Gerichtsurteils spätestens dann beurteilt, was disziplinarrechtlich zu veranlassen ist. Und das ist in jedem Einzelfall anders zu bewerten. Das werde ich auch tun. Und ich glaube, dass es mit Sicherheit in der Vergangenheit auch bei der Stadt Duisburg Fehler gegeben hat. Bin ich übrigens nicht der Erste, der es gesagt hat, habe ich auch bei der Rede im letzten Jahr gesagt. Und ich bin der Letzte, der sich da irgendwie davon macht, wenn es um diese Fehler geht. Aber die Fehler festzustellen und zu sagen, das war hier einer, das ist nicht Ihre Aufgabe, das ist auch nicht Ihre Verantwortung, sondern es ist Aufgabe des Gerichts. Und solange müssen wir leider Gottes warten. Auch ich habe gerade gesagt, ich wünsche mir so schnell wie möglich eine Anklageerhebung, gerade um da Klarheit zu haben. Das ist eine sehr belastende Situation für viele, für alle Beteiligten. Ja, darf ich kurz? Ja, Herr Links, Sie sagten gerade, das Feststellen der Fehler ist Aufgabe des Gerichts. Das stimmt so nicht. Das Gericht hat die Aufgabe, Todesfälle in einen Kausalzusammenhang zu bringen, zu Fehlern. Fehler, allgemeine Fehler des Verwaltungshandelns und so weiter, werden dort gar nicht bewertet. Es werden in diesem Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung Fehler in einen Kausalzusammenhang, in einen direkten Kausalzusammenhang zu Todesfällen gebracht werden müssen. Deswegen können Sie doch nicht hingehen und sagen, alles Weitere wird dann an der Stelle nicht bewertet, auch nicht disziplinarisch bewertet. Am Ende kommen vielleicht 3, 4, 5 Urteile dabei raus, die wegen fahrlässiger Tötung, die anderen werden vielleicht eingestellt, fallen gelassen und so weiter. Darauf kann sich doch nicht die Stadtverwaltung zurückziehen und sagen, ansonsten ist aber das richtig gelaufen bei uns und alles Weitere kann mich hier als Bürgermeister auch disziplinarisch nicht weiter interessieren. Das habe ich auch so nicht gesagt, Herr Hagemann. Und an der Stelle nehmen Sie es mir einfach ab. Ich verstehe Ihre Sicht der Dinge, ich verstehe auch Ihre Argumentation. Aber ich trage als Oberbürgermeister auch dienstrechtlich Verantwortung für meine Mitarbeiter und die gedenke ich wahrzunehmen. Und erstmal gilt es jetzt, dieses Gerichtsverfahren, die Anklageerhebung abzuwarten. Das ist ein Erkenntnisschritt, der uns, glaube ich, alle weiterbringt und der uns auch allen weiterhilft. Und dann wird in jedem Einzelfall geprüft, ob es entweder in diesem Verfahren relevante Sachen gibt, die dienst- und disziplinarrechtlich zu ahnden sind, oder ob es darüber hinausgehend weitere Sachen gibt, die dienst- und disziplinarrechtlich zu ahnden sind. Aber das machen wir schön der Reihe nach, weil ich gedenke, nicht durch irgendeine Vorverurteilung, nichts anderes wäre das jetzt in diesem Fall, hier Fakten zu schaffen. Das mache ich nicht. Da möchte ich, bevor Herr Reiter fragt, noch einmal eben ganz sachlich nachfragen. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man jetzt von außen auf so ein Rathaus drauf guckt als Bürger und dann einfach sagt, ja, wann passiert denn da mal was? Dann mal eine ganz einfache Frage dazu, die müssen Sie gar nicht im Zusammenhang mit der Love Parade beantworten. Sie haben da jetzt ein paar Mitarbeiter in irgendwie hakt dieses Mikrofon. Also Sie haben da ein paar Mitarbeiter im Amt und haben im Zweifelsfall den Verdacht, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Da wäre das jetzt wahrscheinlich die Erwartung von draußen, dass man dann sagt, naja, bis das geklärt ist, kann man euch nicht vielleicht mal einen anderen Job geben, damit schützt man euch auch. Das ist so nicht. Sie würden sagen, das hat vorverurteilenden Charakter. Ich glaube, da verbietet sich eine generelle Aussage, aber hier in diesem Fall ist es so, dass es ein sehr öffentliches Verfahren ist, ein Verfahren, wo im Übrigen auch einige Medienvertreter, glaube ich, aus ihrer Rolle herausgefallen sind, indem sie beispielsweise Namen von beschuldigten oder eben auch noch nicht mal beschuldigten Menschen einfach veröffentlicht haben. Ich glaube, auch darüber wird zu reden sein. Aber unabhängig davon ist es so, dass in diesem Fall, wo es tatsächlich ein Ermittlungsverfahren bereits gibt, die Stadt gut beraten ist, dieses Verfahren abzuwarten und erst dann, wenn Anklage erhoben wird, tatsächlich im Einzelfall zu schauen, welche disziplinarrechtlichen Konsequenzen sind hier zu treffen und welche dienstrechtlichen Konsequenzen sind zu treffen. Ob das jetzt für jedes Verfahren gilt, das mag ich jetzt im Einzelfall nicht sagen. Ich will auch mal sagen, was ich konkret getan habe, unter anderem als eine Folge, nicht nur, aber eben auch der Love Parade. Ich habe eine Compliance-Stelle eingeschaltet und eingesetzt, die sich genau um solche Fragen kümmert. Wo gibt es irgendwo Fehler im System? Wo läuft was schief? Wo gibt es Kollegen, die möglicherweise falsch gehandelt haben? Und wo man sich
anonym dran wenden kann, um dafür Klarheit zu sorgen. Die ist direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt. Also es ist nicht so, dass die Stadt Duisburg daraus nichts lernt, auch der Oberbürgermeister daraus nichts lernt, sondern ich übernehme natürlich schon politische Verantwortung, habe ich auch im letzten Jahr gesagt, und versucht, die Stadt Duisburg an diesen Stellen besser aufzustellen als vorher. Gut, Herr Reiter, Sie haben lange gewartet. Herr Link, Sie sind mit voller Sympathie aufgenommen worden. Sie haben, sind vollkommen unbelastet. Sie haben mit dem, was vorher geschehen ist, nichts zu tun. Und alle haben in Sie große Hoffnung gesetzt. So. Und jetzt nehmen Sie das Wort Unschuldsvermutung in den Mund, obwohl die Faktenlage klar ist. Es geht nicht darum, den einzelnen Beschuldigten hier vorzuverurteilen, sondern es geht darum, dass Sie politische Verantwortung übernommen haben, sagen, Sie wollen Transparenz schaffen, Sie wollen einen Neuanfang erreichen, Vertrauen zurückgewinnen und Sie lassen die Leute, von denen wir wissen, dass sie das Bewusstsein hatten, verantwortungslos zu handeln. Das ist die Faktenlage ist in der Beziehung klar. Die Mitarbeiter der Stadt Duisburg wussten, dass sie verantwortungslos handeln. Sie wussten nicht, was die Konsequenz dieser Verantwortungslosigkeit sein würde, nämlich, dass diese Katastrophe rauskommt. Aber sie wussten, dass sie verantwortungslos handeln und dass eine Katastrophe passieren kann. Und deshalb wollte ja auch keiner unterschreiben, dass sich eine Faktenlage jetzt schon klar ist. Und wenn ich politischen Neuanfang mache, dann muss ich doch sagen, auf die Leute zugehen und sagen, pass auf, ich will Vertrauen bei der Bevölkerung zurückgewinnen, auch Vertrauen in die Stadtverwaltung. Und wenn ihr hier, die ihr beschuldigt seid, alle in dieser Position sitzen bleibt und euch nicht beispielsweise umbesetzen lasst in ein anderes Ressort. Ich meine, die Leute sind ja gut ausgebildet, die können ja mit ihrer Ausbildung auch in einem anderen Ressort arbeiten. Wenn ihr das nicht macht, habe ich Probleme als Oberbürgermeister, der ich Verantwortung für die Stadt habe, für die Bürger, die Vertrauen zurückgewinnen sollen, habe ich die Schwierigkeiten, das zu erklären. Und deshalb gucken Sie, wenn Sie in einem Betrieb sind, wir haben über Compliance geredet, ich mache Compliance-Beratung in großen Betrieben. Da ist es so, dass wenn ein Arbeitnehmer beispielsweise in den Verdacht gerät, gestohlen zu haben, dass Sie ihn unter Umständen sogar kündigen müssen, Sie müssen ihn eigentlich kündigen, und zwar das Arbeitsrecht gibt Ihnen die Möglichkeit, nämlich die Verdachtskündigung auszusprechen, weil sie es gegenüber ihren Kunden oder gegenüber dem Sicherheitsbereich, in dem der tätig ist, und auch gegenüber den anderen Mitarbeitern nicht zulassen dürfen, dass der Betrieb so sozusagen weiter reingerissen wird. Und es geht hier darum, dass sie dann zumindest hätten sagen können, ich setze die Leute um und die überzeugen. Nehmen Sie das nicht übel, aber Sie nehmen jetzt in dieser Position die gleiche Haltung ein wie Herr Sauerland, der gesagt hat, ich bin hier das... Das überhaupt, ich stelle mich bedingungslos vor meine Leute. Und ich meine, das ist in dem Fall, vor allen Dingen so, wie Sie angetreten sind und das Vertrauen, das man immer noch in Sie hat, sind Sie schlecht beraten, wenn Ihr Umfeld Sie in dieselbe Rolle drängt, die Herr Sauerland vorher eingenommen hat. Und deshalb möchte ich Sie bitten, dass Sie personelle Konsequenzen ziehen, einfach um Vertrauen in die Stadt zurückzugewinnen. Ein Anhang noch. Und das eine ist das, was vorher geschehen ist. Da gibt es ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Aber dann gab es ja danach eine Straftat, die auch noch nicht aufgedeckt ist. Und das ist die Strafvereitelung. Dieses Löschen der Mails ist eine Strafvereitelung. Und das ist geschehen danach. Und ich bin schon der Meinung, dass es da unabhängig von der Staatsanwaltschaft in einem normalen Betrieb eine Untersuchung eingesetzt hat. Da muss eine Untersuchung laufen, da muss disziplinarrechtlich vorgegangen werden. Und ich finde, dass das dem Anspruch, den Sie selber gesetzt haben an sich und auch überzeugend bekundet haben, dass Sie dem gerecht werden, wenn Sie hier handeln. Antworten Sie direkt. Also wenn ich mal verteidige... Wenn ich mal einen Verteidiger suche, denke ich an Sie. Ich glaube, dass Ihre Sicht der Dinge durchaus was für sich hat. Und ich habe auch gerade deutlich gesagt, dass ich, sobald Anklage erhoben wird, auch in jedem Einzelfall genau das prüfen werde. Ich glaube nur, dass zum jetzigen Zeitpunkt diese Schritte eben nicht, so wie Sie es sagen, das ist Ihre Sicht der Dinge, die respektiere ich auch,
aber so wie Sie es sagen, ich nicht vorgehen kann als Oberbürgermeister. Und ich glaube, dass auch der Vergleich zwischen einer privatrechtlichen Firma und einem öffentlichen Dienst einer Stadt wie Duisburg nicht zulässig ist, weil wir haben hier andere Rechtskreise. Und insofern habe ich Konsequenzen gezogen. Ich habe beispielsweise eine Compliance-Stelle eingerichtet, die sich genau um solche Sachen kümmert. Ich werde, sobald Anklage erhoben wird, in jedem Einzelfall genau diese Prüfung machen. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich bin der Staatsanwaltschaft sehr dankbar für jeden Hinweis und ich werde denen auch sofort nachgehen, dass da irgendwas ist und werde jede Akte, die ich habe und jedes ergänzende Informationsschreiben gerne zur Verfügung stellen, sobald die Staatsanwaltschaft mich darum bittet. Ich würde an der Stelle, behalten Sie das Mikrofon mal an, Herr Tellin, ich würde an der Stelle gerne noch mal was anderes fragen, bevor wir vielleicht noch mal dazu kommen, was wir eigentlich heute wissen, wie da diese Katastrophe herbeigeführt worden ist. Denn da ergibt sich ja ein Bild, da kann auch Herr Ebers was zu sagen. Sie sind ja, Sie haben das gerade ja gesagt, bevor Sie als Oberbürgermeister gewählt worden sind, sind Sie ja Landtagsabgeordneter gewesen. Und ich habe mich mal gefragt, ehrlicherweise habe ich dann mit Herrn Reiter zusammengesessen, wir haben uns mal gefragt, was eigentlich seit der Love Parade-Katastrophe Institutionen gelernt haben. Also aus jeder Katastrophe ist normalerweise in diesem Land irgendwas gelernt worden. Nach Rammstein, was sich im Herbst jährt, das war 1988, hat es überhaupt das erste Mal sowas wie eine Notfallseelsorge in Deutschland organisiert gegeben. Verurteilt worden ist dann niemand. Nach dem Düsseldorfer Flughafenbrand, der auch in einem Verfahren mehr oder weniger ohne Urteil ausgegangen ist, ist der Brandschutz in Deutschland revolutioniert worden. Können Sie in Ihrem Haushalt nachlesen. Es gibt wahrscheinlich kein Gebäude mehr, was sich noch in einem Zustand befindet heute, wie vor dem Düsseldorfer Flughafenbrand. Und was sich, denke ich, viele fragen, ist, was ist eigentlich aus der Love Parade-Katastrophe gelernt worden? Ist eigentlich irgendein Landes- oder Bundesgesetz seitdem geändert worden? Gibt es irgendeine Vorschrift, was ich als Veranstalter können muss, und zwar nachweislich können muss, um so etwas zu tun? Gibt es irgendeine geänderte Vorschrift Ihrer Kenntnis nach, wie so eine Veranstaltung zu versichern ist, was ich dabei zu tun habe? Gibt es irgendeine Vorschrift über einen einzelnen DIN A4-Seiten Erlass des Innenministers, Herr Jäger, der ja auch aus Duisburg kommt, hinaus, wo mehr oder weniger drin steht, ihr müsst besser aufpassen? Also ob es diese ganzen verschiedenen Vorschriften gibt, die Sie angemahnt haben, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Was sich geändert hat, lässt sich an jeder einzelnen Veranstaltung seit der Love Parade ablesen. Sowohl in Duisburg als auch in ganz Nordrhein-Westfalen. Das sehen Sie bei großen Karnevalsumzügen, das sehen Sie bei kleinen Straßenfesten. Da hat sich erstens die Sensibilität in Behörden, auch in Duisburg und sehr, also gerade in Duisburg, sehr deutlich erhöht. Das Verwaltungsverfahren, die Abstimmung in Verwaltung, wie einzelne Behördenteile und auch Behördenexterne, zum Beispiel Polizei beispielsweise, wie die zusammenarbeiten, das hat sich verändert. Und es ist teilweise so, dass die jetzt gültigen Vorschriften natürlich aus Sicht von jetzt neuen Veranstaltern sehr veranstaltungsfeindlich sind, weil die natürlich sagen, diese ganzen Auflagen, die da kommen, die hindern mich daran, im Grunde ein kleines Straßenfest zu machen. Ich aber sehr wohl der Meinung bin, dass es richtig ist, lieber mal zu viel hinzuschauen und lieber mal einen Ordner zu viel irgendwo stehen zu haben, als am Ende das genaue Gegenteil, was nicht immer, aber eben auch dann in solchen bedauerlichen Fällen auch mal zu einer Katastrophe führen kann, miterleben zu müssen. Deswegen, ja, da hat sich was geändert. Ob noch weitere Rechtsgebiete anzupassen sind, Gesetze anzupassen sind oder Verordnungen, das weiß ich nicht. Dann müssen Sie die Gesetz- und Verordnungsgeber fragen, also Land, Bund. Ich frage einen früheren Landtagsabgeordneten. Ja, das ist auch durchaus richtig, aber als Oberbürgermeister kann ich Ihnen nur sagen, wir haben in unserem Bereich selbstverständlich Verantwortung übernommen. Wir haben auch Verfahren geändert und ich glaube auch, dass das in die richtige Richtung gegangen ist, nämlich eher etwas mehr Sicherheit zulasten der vorher vorhandenen Flexibilität. Also etwas mehr, etwas starrer, dafür aber immer mit dem Fokus auf Sicherheit. Okay. Herr Ebers, ich würde Sie gerne noch mal fragen, und zwar Sie deshalb, weil ich glaube, es gibt kaum jemand, der so viel aus dem, was an Material zugänglich ist, gelesen hat wie Sie. Diese Katastrophe, Herr Reiter hat das ja eben gesagt, es geht im Zweifelsfall gar nicht darum zu sagen, jeder, der da was gemacht hat, der konnte in dem Fall schon absehen, oder das muss man ihm im Zweifelsfall ja nachweisen, ob er das absehen könnte, zu was das hätte führen können, was er da tut. Können Sie noch mal schildern, nach all dem, was wir jetzt heute wissen, wie aus Ihrer Sicht diese Katastrophe herbeigeführt worden ist? Oder ist das schon, bin ich da schon falsch? Ist die nicht herbeigeführt worden? Ist die einfach so passiert?
Ich glaube, sie ist schon herbeigeführt. Man kann schon ein paar Weichenstellungen sagen. Nachdem Bochum absagt im Jahr 2009, ist Duisburg dran. Duisburg wäre eigentlich 2009 dran gewesen und ist jetzt 2010 dran. Und das Interessante ist, man bereist als erstes Duisburg und man stellt fest, das kriegen wir hier in Duisburg im öffentlichen Straßenland nicht gebaggert. Was völlig unklar ist, warum man meint, was ich hier so in diesem gesamten Straßen im Sinne eines Umzuges nicht hinkriege, warum man jetzt auf einmal meint, Bingo, das kriege ich auf dem damals ja wirklich scheußlich aussehenden Güterbahnhof hin. Wenn man sich wirklich die Stadt anguckt und hält so Bilder gegeneinander, findet man auch einige sehr interessante Vergleiche, wie groß ist der große Stern, wie groß ist der Güterbahnhof, wie groß ist Duisburg. Der erste Schritt ist, einzusehen, es passt nicht in die Straßen, aber dann zu sagen, dann schmeißen wir das auf diesen hässlichen Güterbahnhof. Dann kommt der nächste Schritt, wir brauchen einen VIP-Eingang am Mercator-Kreisel. Gleichzeitig gibt es da das gute Argument, wir wollen die Leute nicht so nah am Bahnhof haben, denn da ist es in Essen und in Dortmund kritisch geworden. Wir wollen die ein bisschen länger laufen lassen. Aber gleichzeitig wäre das natürlich der mögliche Ausgang gewesen. Eine der Grundsätze neben der Mathematik von Herrn Still, wie breit müssen die Eingänge sein, damit wie viel Kilometer Stau habe ich, wenn ich die enger mache, ist eben nicht zur gleichen Zeit Eingang-Ausgang. Da da die ganze Zeit Eingang und Ausgang war, das ist ja nicht wie Pavarotti singt auf dem Roncalli-Platz, dann kommen alle mal rein und dann gehen sie über den gleichen Eingang wieder raus, ja auch öffentliches Gelände. So, dann kommt man auf diese Idee mit dem Tunnel. So, und jetzt beginnen diese AGs Sicherheit und es gibt genug Leute mit Bauchschmerzen überall. Die können wir überall finden, die unterschlägt die Stadt Duisburg in ihrem Bericht. Ja, wie eine Menge ihrer Mitarbeiter im städtischen Fortbildungszentrum Bauchschmerzen haben, da diesen Bericht des Fortbildungszentrums haben wir nicht drin. Also wir haben in der Stadtverwaltung Bauchschmerzen, die Polizei guckt sehr kritisch, zum Beispiel die Kölner Bereitschaftspolizeiführer, die eine hohe Erfahrung haben. Man wollte diesen Papstgottesdienst ursprünglich in Köln auf der Rheinwiese und da ist es wirklich groß im Vergleich zum, ja, und man ist dann nach Kerpen raus und hat gesagt, das kriegen wir hier nicht hin. Die sind entsetzt letztendlich über die Duisburger Feuerwehr. Die Duisburger Feuerwehr kommt relativ schnell in so eine Doppelrolle aus dem gleichen Dezernat. Lassen Sie uns das mal machen, lassen Sie mal. Und die Katastrophe findet letztendlich statt einer dieser Leute, die Bedenken haben, dass Scheitern der Love Parade persönlich an der Hacke haben will. Im Hintergrund gibt es, soll ich mal was zu Herrn Zebin sagen? Machen Sie Herr Zebin? Herr Zebin, also es gibt ja diese Legende. Lass mal noch die Diskussion hier oben auf dem Podium. Das Publikum kommt zu Wort, habe ich versprochen. Also der Polizeipräsident Zebin schreibt irgendwann mal, Leute, jetzt müsst ihr mal so langsam die Polizei beteiligen. Aber dass das nicht zu stemmen sei, schreibt er auch nicht in seiner Presse. Aber der schreibt in der Tat, liebe Stadt, beteiligt uns mal. So. Unter ihrem Amtsvorgänger ist die Polizei, ich glaube, so um März ungefähr spielt das Ganze noch nicht beteiligt. Im März ist auch diese Fortbildung, wo immerhin das Ordnungsamt und das Bauamt sitzt und tiefe Bauchschmerzen hat. In der Feuerwehr gibt es Bauchschmerzen bei der Polizei. So, das Entscheidende ist, auch Herr Oberhagemann, im Nachhinein Panikforscher und an dem Tag filmend, ruft nicht etwa irgendwo an und sagt, ich ahne das schon, das geht alles schief, sondern der ärgert sich darüber, dass er oben vom Heusthoch rausfilmen muss. Die Person, die so viel Bauchschmerzen hat, dass die sagt, und das versuche ich jetzt platt zu machen, da gehe ich jetzt irgendwo hin und mache das platt, die können wir nicht finden. Und insofern ist auch diese ganze Legende, dass Herr Rabe hätte irgendwelche Leute zusammenscheißen müssen oder der Oberbürgermeister, wir finden diese Briefe nicht, wenn du das jetzt nicht so und so machst. Wir finden einen Brief von Herrn Dressler, der für das Bauamt zuständig ist und der sagt, ich lehne die Verantwortung ab. Wenn er die Verantwortung ablehnt, muss er die Genehmigung nicht rausgeben. Gar nicht sagen, muss der Rabe das irgendwie mal lehnen, die Verantwortung ab, Dressler an die Seite geschrieben. So, keiner will das an der Hacke haben, was in Bochum locker funktioniert. Da schließt sich die Polizei mit der Oberbürgermeisterin kurz und dann ist die Veranstaltung platt. Und das will man jetzt aus 1000 Gründen, will man das nicht. Aber da ist nicht der eine Bösewicht, sondern die Katastrophe passiert, weil wir den Plattmacher der Veranstaltung hier in Duisburg nicht finden. Und dann nimmt es seinen Verlauf, die kann man dann von Planung, in dem Beispiel, was Herr Reiter sagt, mit den drei Affen, und dann kann man den Tag noch schildern. Aber der entscheidende Akt ist, die Leute haben Bedenken, aber haben nicht die Zivilcourage,
ernsthaft, ohne dass wir geahnt hätten, was da passieren kann, eine politische oder gar eine haftungsrechtliche Verantwortung für ein Scheitern der Nafparit zu übernehmen. Da ist ja auch viel Geld im Spiel. Herr Reiter, jetzt müssen Sie uns mal helfen, weil Sie Jurist sind und nicht, weil Sie Opferanwalt sind. Jetzt müssen Sie mal erklären, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist und ob das jeder versteht. Also ich habe immer den Eindruck, ich verstehe es, aber ich kapiere es nicht. Warum ist das im Zweifelsfall jetzt schwierig, jedem Einzelnen danach zu weisen, weil du dieses oder jenes getan hast oder nicht getan hast, bist du schuld an 21 Toten und 500 Verletzten? Wo ist da die Schwierigkeit? Also, wenn man das Übergeordnete sieht, ist es relativ klar von den Fakten her, wer Verantwortung trägt. Jetzt müssen Sie aber die strafrechtliche Schuld, die dann auch zur Verurteilung führen soll, im Einzelfall nachweisen. Und dafür ist natürlich schon wichtig, wer hat zum Ausdruck gebracht, beispielsweise in einer solchen E-Mail, dass er wusste, das kann in einer Katastrophe enden und dann trotzdem nichts dagegen gemacht hat. Ja? Das heißt, Sie müssen das individuell festmachen an der einzelnen Person. Und da besteht die Schwierigkeit. Also das heißt, dass ich es richtig verstehe. Das heißt, da würde im Zweifelsfall nicht reichen, gegen Vorschriften verstoßen, irgendetwas ignoriert, sondern um zu einer Verurteilung letztlich zu kommen, müsste ich auch nachweisen, Freund, du hast geahnt oder hast ahnen müssen, per Qualifikation oder warum auch immer, wo das enden kann. Genau, also hier geht es um Fahrlässigkeit. Und eine einfache Fahrlässigkeit ist es nicht, das ist ja das außer Achtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, das ist die Definition für Fahrlässigkeit. Aber hier geht es um bewusste Fahrlässigkeit, so nach dem Motto, es wird schon gut gehen, irgendwie wird es schon gut gehen. So, und das ist hier, diese bewusste Fahrlässigkeit, die ist hier eindeutig, die ist festzustellen. Jetzt muss man sie aber individuell feststellen, bei wem jetzt genau. Mhm. Na, wer ist der Persönliche, der die Verantwortung trägt? Und das muss rausermittelt werden. Und das ist natürlich nicht einfach. Das heißt, theoretisch wäre aber auch möglich, dass es entweder zu keinen oder nur zu wenigen Verurteilungen kommt. Ja, es ist theoretisch möglich, dass es am Ende eine große Enttäuschung wird. Aber ich möchte diesen Vergleich mit dem Düsseldorfer Flughafen, nicht? Dem, was dort gelaufen ist, den möchte ich nicht ziehen, beziehungsweise ich sage, das ist hier eine andere Situation. Beim Düsseldorfer Flughafen war es eine Aneinanderreihung von unglücklichen Einzelereignissen. So. Hier ist es so, dass das Bewusstsein da war, das Bewusstsein, dass hier eine Katastrophe war, da, das ist beim Düsseldorfer Flughafen nicht gewesen. Deshalb ist es ein Unterschied und dieser Vergleich ist nicht meines Erachtens nicht sachgerecht. Jetzt ist ja... Das ist ja nicht nur eine Frage des juristischen Vorgehens, sondern es sind ja eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, natürlich gibt es auch ein Bedürfnis und dafür ist der Staat ja auch da, sonst bräuchte man ihn nicht, Täter zur Rechenschaft zu ziehen und dann tatsächlich irgendwo erwarte ich ja für sowas auch eine Strafe. Also das entspricht ja nicht meinem Empfinden, dass ich dahinter sage, ja, weiß man jetzt nicht so genau. Die Kinder sind zwar jetzt tot, die 500 sind verletzt, so richtig kümmert sich keiner. Es gibt auch sowas wie ein allgemeines Elend, aber ich habe keinen, der da irgendwie dran schuld ist. Also da ist man ja nicht mit zufrieden. Das ist das eine. Das zweite ist, das war der Strafaspekt. Was muss denn jetzt eigentlich auf Dauer passieren, weil dass dann hinterher vielleicht jemand verurteilt wird oder auch nicht verurteilt wird, zu einer Bewährungsstrafe oder zu was auch immer, das hilft ja im Zweifelsfall den Opfern überhaupt nicht weiter. Was muss denn eigentlich für die passieren? Da reicht ja doch wahrscheinlich die juristische Aufarbeitung überhaupt nicht aus. Also für mich steht die Verurteilung nicht im Vordergrund. Für mich steht die Aufarbeitung des Sachverhalts im Vordergrund. Dass wir wissen, was passiert ist. Das ist das Wichtige. Okay. Damit man auch, denn viele Opfer und Hinterbliebene sagen, wir wollen auch gleichzeitig, dass so etwas nie wieder passieren darf. So. Das heißt, diese Forderung wird immer wieder gestellt. So. Aber unabhängig vom Strafrecht, von der strafrechtlichen Verurteilung kann man Konsequenzen ziehen. Und dazu gehört für mich auch als Akt der politischen Hygiene, dass man diese Leute, die in diesem Dunstkreis gesessen haben, das hat nichts mit Vorverurteilung zu tun, sondern dass man denen sagt, pass auf, dir nimmt man nicht mehr ab, dass du hier verantwortungsvoll Entscheidungen treffen kannst, dass man diese Leute umbesetzt. Das ist das Mindeste, was man an personellen Konsequenzen machen kann. Das ist der Dissens, den wir jetzt zwischen Ihnen und Herrn Link als Oberbürgermeister heute Abend hier haben.
Genau, das ist das eine. Und dann zukunftsgerichtet, was die Opfer angeht. Also dann geht es darum, wie gehen wir mit den Opfern um? Wie gehen wir mit deren Ansprüchen um? Und da kritisiere ich, dass die Stadt Duisburg eine Vereinbarung geschlossen hat mit der AXA, dass die AXA... Also die AXA war die Versicherung? Die AXA ist die Versicherung der Lopavet, also des Veranstalters. Okay. So, und die Stadt Duisburg hat eine eigene Versicherung. Und die Schadenregulierung hat die Stadt Duisburg, und zwar nicht in ihrer Zeit, sondern vorher, Herr Link, auf die AXA übertragen. Und jetzt frage ich mal, Herr Link, wie finden Sie das, dass man einer Hinterbliebenen, der Mutter, deren Tochter ums Leben gekommen ist, 2000 Euro für den Tod der Tochter angeht? Jetzt frage ich Sie einfach als Mensch und als Politiker, wie finden Sie das? Also Herr Reiter, ganz ehrlich, ich habe kaum Lust auf diese Frage zu antworten, weil ich finde, sie ist sowas von suggestiv, dass es mir den Magen umdreht. Ich will das auch mal begründen. Wie würde ich das wohl finden, wenn der Mutter 5.000 Euro angeboten worden wären oder 10 oder vielleicht auch 50 oder 100.000 Euro? Würde das mir irgendwas bringen? Würde das der Mutter das Kind wieder bringen? Nein. Also so eine Frage finde ich persönlich relativ unter der Gürtellinie. Punkt 1. Ja, Punkt 2. Jetzt auch. Punkt 2. Ich finde, ein schnelles Verfahren, was Eltern Schaden ersetzt, materiellen Schaden, über den anderen brauchen wir jetzt hier nicht reden, der ist nicht zu ersetzen. Ein schnelles Verfahren, was Schaden ersetzt, das ist etwas, was wichtig ist, wo Profis dran arbeiten sollen. Und es gab einen Zeitpunkt, wo entschieden worden ist, übrigens nicht nur von der Stadt Duisburg, wir übertragen das dieser Versicherung. Und ich habe gesagt, in den Fällen, wo es Probleme gibt, und da gibt es Probleme, die bestreite ich ja gar nicht, in den Fällen, wo Eltern sagen, das wird nicht zu meiner Zufriedenheit abgewickelt, oder Betroffene sagen, da komme ich nicht weiter bei der AXA, insbesondere dafür habe ich entschieden, wir werden einen Ombudsmann bei der Stadt Duisburg installieren, der genau das macht und der genau sich um diesen Fall auch kümmert, wo Eltern Probleme mit der Versicherung haben, aus welchen Gründen auch immer, wo Betroffene Probleme mit der Versicherung haben oder mit der Stadt Duisburg oder mit wem auch immer. Da kümmert der Ombudsmann sich darum, das zu vermitteln und auch die Interessen der Angehörigen oder der Betroffenen dort zu vermitteln und dort unterzubringen. Und ich finde, das ist ein adäquates Vorgehen. Nochmal, das Materielle muss so schnell wie möglich abgewickelt werden im Sinne der Eltern, im Sinne der Betroffenen. Aber das ersetzt nicht das Leid der Eltern oder der Betroffenen. Herr Evers möchte darauf antworten. Ich glaube, das Problem ist doch, dass das alles in dem Rechtsamt stattfindet. Und das Rechtsamt ist das Amt, ich habe gesagt, wo von vornherein der Mann an der Spitze Desinformation betreibt. Und ich will das einfach mal sagen, ich kann mir schon nicht vorstellen, wie Herr Thum als neuer Baudezernent in sein Bauamt reingeht und von der Bauamtschefin 5 Hierarchiestufen nach unten mit Mitarbeitern zu tun hat, jetzt in diesem speziellen. Die ist Fruzin, Unschuldsvermutung, finde ich völlig korrekt, vor Gericht nicht auszusagen. Aber wie kann ich denn ernsthaften Unternehmen führen? Und da frage ich Sie jetzt mal ganz deutlich nach Herrn Rabe und dem Rechtsamt. Haben Sie denn den Eindruck, wirklich verstanden zu haben, warum Sie immer noch bei der AXA sind heute? Nicht, warum damals Herr Sauerland gemeint hat, das sei ein Knorke-Haftpflichtversicherer. Der hat ein Interesse, der hat die Veranstaltung mit 7 Millionen versichert. Und danach will er damit auch nichts mehr zu tun haben. So, und ihr Geld verteilt er auch noch. Und wenn Sie dem noch Geld dafür bezahlen, prima. Aber Sie kämen doch nicht auf die Idee, ernsthaft, wenn hier ein Tanklaster von einer Autobahnbrücke runterfällt und irgendwas stimmt an der Beschilderung nicht und deswegen ist er da runtergefallen, jetzt irgendwelche Schadenersatzansprüche durch die Haftpflichtversicherung des Tanklasterfahrers zu machen. Das ist ja eine aberwitzige Geschichte. Irgendwann hat Herr Rabe das prima gefunden und das Rechtsamt auch und hat Verträge abgeschlossen. Aber ich bin erneut bei dem Neuanfang. Und ich bin nicht so sicher, weil Herr Rabe sagt ja auch nichts vor Gericht zu diesen Sachverhalten. Der ist aber nach wie vor der federführende Mann für diesen ganzen Abwicklungskrempel. Und ich frage das mal so offen, ich meine, Sie können ja sagen, da kann ich nichts zu sagen. Aber kann denn jemand, der vor Gericht sagt, ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts und der sagt mir, ich sage überhaupt nichts, können Sie denn mit dem Dienstgeschäfte führen? Meinen Sie denn, der erzählt Ihnen, wie das mit der AXA war und welche Optionen Sie heute hätten, aus dem Vertrag auszusteigen? Und das ist dann auch eine Frage an den Rat.
liebe Ratsmitglieder, die ihr nicht hier seid, müsste das nicht irgendwann mal im Rat der Stadt diskutiert werden, ob wir das so weitermachen wollen? Also, Herr Evers, da fühle ich mich ja fast bemüßigt, dem Oberbürgermeister zur Seite zu springen. Das kann er gar nicht öffentlich hier beantworten. Also das geht nur, das tut mir leid, aber das geht nur wirklich nicht. Bleibt die Frage nach dem Ausstieg aus dem Max. Ja, ich würde das anders fragen. Vielleicht kann Herr Reiter mal kurz sagen, so insgesamt im Umgang mit der AXA-Versicherung. Dann kommen wir mal so ein bisschen von der Stadt Duisburg weg. Gibt es da aus Ihrer Sicht Vorgänge, wo Sie sagen, das geht so nicht? Also ich meine, warum der Dame als Mutter da 2.000 Euro angeboten werden, wissen Sie, so viel ist ein Menschenleben in Deutschland wert? Das hat aber im Zweifelsfall nicht die AXA-Versicherung erfunden. Aber nochmal rein von der Abwicklung her. Gibt es da eine grundsätzliche Kritik an der Versicherung, wo Sie als Anwalt sagen, also tut mir leid, das geht so nicht und da müsste jetzt auch politisch mal einer eingreifen, nur um die Diskussion jetzt mal wirklich von der Stadt Duisburg wegzukriegen? Also jetzt, einmal vorab, diese Angebote werden ja auch im Namen der Stadt Duisburg gemacht. Nicht? Das passt eben nicht zusammen, das öffentliche Bekenntnis, wir wollen einen Neuanfang machen und dann werden auch im Namen der Stadt Duisburg solche Schmerzensgeldangebote gemacht. Da können Sie hin und her reden, okay, wie Sie wollen, das passt nicht. Das ist das. Das ist das Erste. Transparenz. Wir haben bis heute nicht den Versicherungsvertrag gesehen, der für die Stadt Duisburg bestand. Wie hoch ist denn eigentlich die Schadenssumme? Wie hoch ist dann auch das Interesse, möglicherweise den Schaden gering zu halten? Bei der AXA wissen wir das, aber den Vertrag haben wir auch in den Ermittlungsakten nicht gefunden. Haben wir jetzt erneut beantragt. Wir wissen gar nicht, was dort, wir haben da eine nicht unterschriebene Fassung drin gefunden in den Ermittlungsakten. Also auch da keine Transparenz. Das passt. Ich meine, Ihre Rede habe ich hier vorliegen, nicht? Aus dem letzten Jahr. Wir wollen Transparenz schaffen. Das ist wirklich nichts, wo Sie sich, einen abbrechen würden, wenn Sie öffentlich machen würden, auch was Sie für eine Vereinbarung hinsichtlich der Schadenregulierung bzw. Regulierungsübernahme durch die AXA mit der AXA als Stadt getroffen haben, zumal Sie ja gar nicht persönlich das gemacht haben. Das stammt ja noch aus der Zeit von Sauerland. Sie gehen vollkommen unbelastet rein, meine Güte, machen Sie doch einen Neuanfang. Das ist doch auch eine politische Chance für Sie, richtig was draus zu machen und zu gestalten. Einfach sich jetzt hinter Sachzwänge und hinter Rechtlichem zu verstecken, damit kriegen wir doch so etwas nicht gelöst. Da erwarte ich von Ihnen auch, im Namen der Leute, die ich vertrete, der Opfer, die ich vertrete, dass sie da mit mehr Courage rangehen. Auch wenn sie viele Leute haben in ihrem Umfeld, die selber etwas zu verdecken haben, lassen sie sich das doch nicht an ihr eigenes Revier heften. Das muss der Opferanwalt so sagen. Ich würde jetzt gerne auch mit Blick auf die Uhr, wir reden nämlich jetzt etwas über eine Stunde und das bei interessanten Temperaturen. Ich würde gerne Herrn Hagemann jetzt nochmal fragen. Herr Hagemann, in der aktuellen Situation, was ist denn, was Sie sich jetzt eigentlich als Verein und im Zweifelsfall auch als Vater von der Stadt hier in Duisburg wünschen? Ja, ist eigentlich ziemlich deckungsgleich, was ich mir sowohl als Vater als auch als Verein wünsche. Ich wünsche mir, wie Herr Reiter eben richtig sagte, wie alle anderen richtig sagten, ich möchte gerne wissen, was los war. Ich möchte gerne wissen, wie es zu diesen Geschehnissen kam. Und ich möchte gerne wissen, welche Schwachstellen dazu geführt haben. Warum hat nicht im Endeffekt, warum gab es die Person nicht, die aufgestanden ist, die gesagt hat, meine Bedenken sind so groß und ich traue mich auch einfach, die vorzutragen. Selbst wenn die Veranstaltung dann im Endeffekt abgesagt wird. Also im Grunde genommen dieses Wort der Transparenz, natürlich, das wünsche ich mir. Ich möchte aber auch nochmal anschließen an die Worte von Herrn Reiter bezüglich des Vertrages zwischen der Stadt Duisburg und der AXA. Da wünsche ich mir auch und da wünschen wir uns schon seit geraumer Zeit, seit über einem Jahr, dass, wenn nicht uns, dann zumindest den Rechtsanwälten, diese Verträge offengelegt werden, zur Verfügung gestellt werden. Ich habe ehrlich gesagt keine Erklärung dafür, warum dies nicht geschieht. Wir haben es oft genug gefordert, sind genauso oft abgeblitzt mit diesem Wunsch, diese Verträge auf Deutsch gesagt herauszurücken oder an die Anwälte weiterzugeben. Warum nicht? Welcher Grund steckt dahinter? Ich sage immer, wer nichts zu verbergen hat, der kann sowas auch ruhig offenlegen.
Möchten Sie antworten? Ich erwarte nicht, dass Sie jetzt hier sagen, morgen früh kriegt er die Verträge. Aber ich finde, auf die Bitte sollten Sie was antworten. Ja, Herr Hagemann hat ja zu Recht gesagt, wir haben darüber jetzt heute nicht zum ersten Mal geredet. Ich habe die Gründe auch erläutert, warum ich das nicht kann. Und daran hat sich derzeit auch nichts geändert. Ich kann diese Verträge nicht veröffentlichen. Können Sie kurz sagen, warum man so Verträge nicht veröffentlichen kann aus Ihrer Position? Kann ich nicht. Können Sie nicht, okay, gut. Dann, ja, dann müssen wir das, ja, Entschuldigung, wir haben gefragt, er hat geantwortet, ja, tut mir leid, also das antwortet immer noch jeder auf eine Frage, was er antworten möchte. Da muss man eine Antwort drauf geben. Ja, nur nicht mal die Gründe. Also. Ich nehme gerne den Schutz wegen dienstrechtlichen Dinge, da sagt der Professor was falsch. So, also. Ich würde gerne... Ich würde gern, bevor das jetzt hier auseinanderfliegt, würden Sie jetzt mal still sein? Vielen Dank. Ja, dürfen Sie. Ich kann das gerne nochmal versuchen zu erläutern. Es ist an dieser Stelle eine Nicht-Öffentlichkeitsvereinbarung getroffen worden und deswegen kann ich es nicht veröffentlichen. Gut, also er hat das jetzt gesagt, es gibt eine Nicht-Öffentlichkeitsvereinbarung. Und deshalb kann er es nicht machen. Ich habe das versprochen, dass Sie als Publikum natürlich auch Fragen stellen können. Herzliche Bitte. Damit man Sie vernünftig versteht, komme ich jetzt mit dem Mikrofon zu Ihnen. Ich würde Sie bitten, keine Grundsatzreden zu halten, sondern wirklich Fragen zu stellen. Und wenn Sie können, weil hier haben sich wirklich alle bemüht hier oben, das müssen Sie auch mal anerkennen, würde das auch ganz ausdrücklich jetzt nochmal sagen. Ich finde das sehr mutig, dass der Oberbürgermeister der Einladung zu dieser Veranstaltung gefolgt ist. Und ich kann Ihnen sagen, das hätten Sie in anderen Städten von anderen Oberbürgermeistern nicht erlebt. Das, finde ich, sollten Sie auch mal anerkennen. Das sage ich Ihnen als Moderator. So, ich habe ungefähr gesehen, in welcher Reihenfolge Sie sich gemeldet haben. Wie gesagt, bitte fragen Sie kurz, damit man dann von der Oma antworten kann. Ich komme als erstes zu dem Herrn in dem gelben Hemd. Ich hoffe, ich war nicht am auffälligsten. Sie haben sich am längsten gemeldet. Ich komme zu Ihnen. Aber ich habe mir Gedanken gemacht. Kafanke ist mein Name. Ich komme aus Duisburg-Rheinhausen. Und ich habe natürlich durch die Presse erfahren, dass ich hier anwesend sein darf als Gast, wofür ich mich bedanken darf. Und ich bin auch bemüht, das anzuerkennen, dass Sie sich hier viel Arbeit gemacht haben. Aber was mich enttäuscht, dass so wenig Bürger hier hingekommen sind. Bei der Veranstaltung selbst waren Tausende von Duisburgern da. Und hier, wo es jetzt um das Wichtige geht, nachdem die Menschen gestorben sind, sind so wenig Leute hier, gerade mal 80 Leute, einschließlich derjenigen von der Presse und Sie von dem Podium. Ich habe mir also gedacht, als Bürger, wenn die strafrechtliche Sache schon nicht aufgearbeitet werden kann, warum, Stichwort Rammstein, was haben wir daraus gelernt, warum wird die zivilrechtliche Sache nicht aufgearbeitet? Ich sage auch warum. Wenn ein Reitpferd dort zu Tode gekommen wäre, bei dieser Veranstaltung für 20.000 Euro, dann hätte man das ersetzt. Genau wie man den Eltern von diesen ledigen Leuten, die alle noch keine Familie zu versorgen haben, die Brille ersetzt hat, das Handy, die Kleidung, Schmerzensgeld, die Beerdigung. Aber für das Menschenleben als solches, was das höchste Gut in unserer Verfassung ist, gibt es kein einziges Geld. Und bei uns in Deutschland, andere Länder haben das anders geregelt, weil sie auch das Geld angesprochen haben. Natürlich kann man sagen, 50.000 sind zu wenig, aber ich weiß, dass bei anderen Ländern 150.000, 200.000 Euro, denen ein Menschenleben wert ist. Und dieser Punkt, den habe ich auch an 5 verschiedene Zeitungen per E-Mail nach dieser Katastrophe gemeldet und von nicht einem einzigen habe ich eine Rückmeldung erhalten. Übrigens auch nicht von der Rheinischen Post. Wir wollten uns doch eigentlich darauf geeinigt haben, dass Sie eine Frage stellen, oder? Ja, meine Frage ist das bekannt gewesen, dass diese Gesetzeslücke da ist? Und wenn ja, warum ist die nicht schon längst geändert worden in Deutschland? Warum werden die Leute, die jetzt die Toten zu beklagen haben, alleine gelassen und müssen sich, nachdem das strafrechtlich wahrscheinlich Recht gesprochen wird, aber keine Gerechtigkeit, da bin ich von überzeugt, das haben Sie ja hier alle schon dokumentiert, warum werden die jetzt auf dieser Seite alleine gelassen? Das möchte ich gerne wissen. Haben wir verstanden, kann wahrscheinlich am besten Herr Evers beantworten oder Herr Reiter, weiß ich nicht. Ja, es,
es gibt einen Teil, der hat wirklich was mit einer juristischen Grundsatzdebatte zu tun, dass man sagt, wir wollen Schaden ersetzen. Und dann bei dem Menschenleben unterscheidet sich das gewaltig von den USA und beides hat Vor- und Nachteile. Das werden wir nicht diskutieren können. Man muss aber einfach mal eine Institution nehmen, nämlich das Land Nordrhein-Westfalen, die nicht die AXA beauftragt hat, sondern die örtliche Unfallkasse und die sehr schnell und sehr unbürokratisch einen Soforthilfefonds eingerichtet hat, der auch wunderbar abgeflossen ist, ungefähr mit folgenden Spielregeln. Für jedes tote Kind 20.000 Euro und für jeden Verletzten pro Tag des Krankenhausaufenthaltes 500 Euro, maximal 20.000 Euro. Dieses Geld ist auch abgeflossen, der Fonds ist auch nochmal aufgestockt worden und ist sehr unbürokratisch abgewickelt. Und das ist ungefähr so das, wie wir uns das wünschen würden, wie das auch hier bei der Stadt Duisburg passiert. Gut. Noch so ein preußisches Kasernenhofdenken haben. Wir haben tatsächlich die niedrigsten Schmerzensgeldzahlungen verglichen auch mit dem europäischen Ausland. Die AXA-Versicherung in Frankreich müsste ganz andere Schmerzensgelder zahlen oder auch in Italien. Sie müssen sich vorstellen, das Concordia-Unglück in Italien, das ist nicht einmal anderthalb Jahre danach, hat dort der Strafprozess begonnen. Nicht bei der sogenannten italienischen belächelten Bananenjustiz. Dort ist man schon mitten im Verfahren. Dort sind die Opfer entschädigt worden in sechsstelliger, teilweise siebenstelliger Höhe. Also da muss man einfach erkennen, und da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, dass hier in Deutschland in diesem Bereich etwas schief läuft. Okay, dann soweit. Vielen Dank. Bereich Stadt Mitte in Duisburg. Ich habe das bisher eigentlich immer nur über die Presse verfolgt und mit der LAV-Bericht und all diese Vorgänge. Ich möchte einmal jetzt so kurz sagen, also hier, wir haben uns darauf geeinigt, Fragen zu stellen, keine Feststellung zuzulassen, haben wir nicht, es ist verordnet worden. Ich stelle jetzt trotzdem nur eine Frage. Und zwar habe ich eben von dem Professor Dr. Reiter gehört, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass aus den Akten aufgrund der Verteidigung, Einfluss durch die Verteidigung, belastendes Material herausgenommen worden ist. Und davon haben Sie ziemlich in Ihrem Eingangsstatement haben Sie davon gesprochen. Darüber würde ich gerne mal genaueres wissen wollen, wie sowas möglich ist. Also ich verstehe das jetzt so, dass dann bestimmte belastende Elemente jetzt für die Verhandlung gar nicht mehr zugänglich sind oder, sage ich mal, in der Vorbereitungsphase jetzt zum Beispiel für Sie auch als Vertreter der Angehörigen gar nicht mehr zugänglich ist. Aber vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Aber das nee, dann habe ich mich vielleicht auch nicht klar ausgedrückt. Also es ist so, wir haben ja Akteneinsicht beantragt und die Verteidiger haben das torpediert. Das ist deren gutes Recht, das ist ein rechtsstaatlicher Vorgang, würde ich als Strafverteidiger auch machen. Weil die natürlich Sorge haben, dass dann diese Aktenteile, die die Opfer einsehen, beziehungsweise deren Vertreter, irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen. So. Jetzt ist es so, wir haben dann letztlich einen Beschluss des Gerichts bewirkt, das dann dazu geführt hat, dass wir in Aktenteile Einsicht bekommen. Das heißt, wir haben nicht vollumfängliche Akteneinsicht. Und das sieht man auch, wenn man in den Akten, das sind 32.000 Blatt, da sieht man das an bestimmten Stellen einfach, das zu Ende ist. Und deshalb können wir uns nur einen Eindruck verschaffen, das ist ja wichtig, aber das heißt nicht, dass die im Verfahren nicht vorliegen. Die sind ja da, die sind nur uns nicht zugänglich gemacht worden. Ich will trotzdem noch eins sagen, wir haben die Opfer vertreten bei der Telekom-Bespitzelungsaffäre, diese bespitzelten Betriebsräte und Aufsichtsräte. Und unsere Kanzlei hat das gemacht. Da haben wir erst Akteneinsicht gekriegt nach der Anklage. Also der Opferschutz in Deutschland ist einfach nicht besonders toll. Frage beantwortet. Gegründet, weil wir die menschliche Dimension, die war für uns auch wichtig, nach der Leparade. Nicht, wer da schuld war, das war erstmal, das müssen die Gerichte machen. Und es war sowohl von dem Rat der Stadt als von Verwaltungsleuten, die haben derartig unmenschlich sich auf rein rechtliche Positionen. Wir wollten fragen, bitte. Moment. Ich wollte ja fragen, dann nehme ich das vorweg. Was hat sich in der Zwischenzeit nach Ihrem Amtsantritt daran geändert? Wir reden heute Abend zum Beispiel auch nur über rechtliche Dinge und ich finde, das muss man auch machen. Aber verdammt nochmal, wenn es um menschliche Dinge geht, dann hat das Recht hinten anzustehen. Erstmal die Menschen stehen im Vordergrund, nicht das Recht. Der Oberbürgermeister beantwortet die Frage, was hat sich seit Ihrem Amtsantritt geändert? Oder hat sich was geändert? Ja, das hoffe ich doch jedenfalls. Ich habe mich seit Amtseintritt und im Grunde schon vor Amtseintritt zunächst mal bemüht, mit den Angehörigen überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen. Das
ist eine Sache, die mit Sicherheit vielen Angehörigen sehr schwer gefallen ist, weil die Stadt Duisburg gerade für Sie als die Stadt dastand, die die Loughborough-Katastrophe zu verantworten hat. Viele Betroffene, viele Angehörige wollten mit Vertretern, mit dem Vertreter der Stadt Duisburg nicht reden. Das hat sich in den letzten 12 Monaten, ja, ich will nicht sagen gebessert, aber es ist eine andere Art von Beziehung da. Es ist eine Vertrauensbasis da. Man kann miteinander sprechen. Wir werden nie die gleichen Einschätzungen haben, die gleichen Positionen haben. Das ist aus der Natur der Sache heraus schon zwangsläufig. Aber wir haben eine Gesprächsebene, eine Vertrauensebene, auf die ich jedenfalls sehr stolz bin und für die ich sehr dankbar bin und wo ich weiß, dass sie nicht selbstverständlich ist. Also insofern hat sich an der Stelle schon was verbessert. Wir haben in einem Jahr unter großem Schmerz von vielen, die daran beteiligt waren, eine Gedenkstätte geschaffen, die jetzt gerade fertig geworden ist, die in wenigen Tagen dann auch die Angehörigen zum ersten Mal sehen. Auch das war vor einem Jahr nicht selbstverständlich. Ich habe gerade gesagt, dass ich selbstverständlich als Verwaltungschef auch Konsequenzen gezogen habe, was interne Abläufe angeht. Ich glaube, dass der Umgang der Stadt Duisburg mit solchen Großveranstaltungen, mit solchen öffentlichkeitsrelevanten Sachen anders geworden ist. Ich hoffe, dass mein Umgang mit der Stadt Duisburg, mit den Interessen der Bürgerinnen und Bürger als anders wahrgenommen wird als vorher. Also insofern hat sich da eine Menge getan. Das mache jetzt Herrn Jochums nicht überzeugen oder Herrn Mutz. Damit muss ich dann leben. Ich kann auch die Kommentare ertragen, aber ich glaube schon, dass das eine oder andere sich hier verändert hat. Gut. Hier vorne noch, schnelle Frage bitte. Also ich habe 2 Fragen. Ich bin Christiane Krause, ich bin Vorstandsmitglied von Loughborough Selbsthilfe und war die Pflegemutter eines derer, die umgekommen sind in Duisburg. Ich habe eine Frage an Herrn Reiter. Es ist sehr wenig gesprochen worden heute über den Veranstalter. Sie haben gesagt, die haben sich die Ohren zugehalten. Was ich in den letzten Wochen der Presse entnommen habe, hat sich für mich anders gehört, dass die durchaus auch sehr bewusst ein Risiko eingegangen sind. Deswegen, weil die Zeit jetzt zu kurz ist, überlasse ich Ihnen die Antwort und mache keine Spekulationen. Und ich habe eine 2. Frage an Herrn Link. Es stimmt, und das sage ich nochmal ausdrücklich, dass wir im letzten Jahr wirklich froh waren, dass Ihre erste öffentliche Rede sich an uns gewandt hat und dass Ihre erste öffentliche Rede stattgefunden hat auf einer Veranstaltung, die die Hinterbliebenen und Betroffenen organisiert haben. Es gab aber auch davor und danach die Anregung, zum Beispiel eine unabhängige Kommission zu schaffen, vielleicht mit Unterstützung der Stadt Duisburg, wo sie sich gar nicht politisch einmischen müssten. Davon haben wir nie wieder was gehört. Und ich finde, dass das immer noch ein Aspekt ist, oder diese Frage stelle ich damit, warum das nicht verfolgt worden ist oder ob Sie darin einen Ansatz sehen. Fertig. Danke. Okay, die Veranstalterfrage an Herrn Reiter, ganz kurz. Ja, also der Veranstalter kommt mir öffentlich zu gut weg. Ja. So. Denn es gibt ein Spardiktat, 1 Million einzusparen im Vorfeld. Da muss geprüft werden, dass ich kann aber nicht die Arbeit der Staatsanwaltschaft übernehmen, inwiefern sich das auf die Sicherheitsmaßnahmen ausgewirkt hat. So. Und dann gibt es, es ist jetzt nur zu lang, das Ganze, die Anwälte der Lopaband, also die Anwälte des Veranstalters spielen in meinen Augen auch eine besondere Rolle dabei, weil sie einen enormen Druck auf die Stadt ausgeübt haben. Insofern, ich kann offen gesagt nicht verstehen, dass Herr Schaller hier durch die Medien tingelt und noch so gut wegkommt und sogar Bedingungen gestellt hat, wer dann im Interview vorkommen darf und wer nicht und sich dann im Tunnel da im Auto filmen lässt. Und so. Also das muss ich sagen, finde ich nicht sehr glaubwürdig. Okay. Was Herr Reiter gerade gesagt hat, ausdrücklich unterstützen. Ich finde es durchaus legitim, dass man sich auf die Stadt konzentriert, dass man auch in der öffentlichen Diskussion über die Polizei und die Stadt redet. Ich finde es schon sehr befremdlich und bemerkenswert, dass der Veranstalter in der öffentlichen Diskussion so gut wie nie vorkommt. Das war der, der die Veranstaltung gemacht hat. Nicht nur, weil er gute Musik hören wollte, sondern weil er mit Geld machen wollte. Auch das muss man ja mal sagen dürfen. Und ich will zu der Frage der Kommission das sagen, was ich Herrn Hagemann und Herrn Evers auch im letzten Jahr bereits gesagt habe. Selbstverständlich, das habe ich auch in der Rede gesagt, werde ich diese Kommission einrichten. Wir werden auch alle Akten zur Verfügung stellen als Stadt Duisburg, aber eben erst am Ende des Strafverfahrens, um auch eine journalistische und für letztlich dann auch geschichtsträchtige Aufarbeitung zu ermöglichen in einem würdigen Umfang. Okay, vielen Dank. Die erste an Herrn Reiter. Ich weiß nicht, wie groß Ihre Kanzlei ist. Sie betreten 100 Betroffene. Ich habe mit vielen in Kontakt. Ich weiß, dass Sie mit anderen Anwälten nicht zusammenarbeiten. Wie schaffen Sie während des Verfahrens diese Akten ein, also überhaupt aufzuarbeiten, dass man überhaupt Einsichten hat und die Staatsanwaltschaft 3 Jahre mit mehreren Leuten braucht, die überhaupt zusammenzutragen? Und die haben Sie garantiert nicht alle gelesen.
Und muss dazu sagen, ich habe die letzten 6 Wochen mit der Stadt Duisburg zusammengearbeitet. Und zwar für die Nacht der 1000 Lichter. Wir haben den Sicherheitsfaktor auf 1000 Mal höher gesetzt wie auf der Love Parade. Es hat 6 Wochen lang gedauert, ein Sicherheitskonzept aufzubauen. Das ist sehr aufbrausend gewesen. Und es wurde wirklich stündlich geändert. Sicherheit hat diese Stadt gelernt. Aber eins, und das will ich auch Herrn Link mitgeben, eins hat sie nicht gelernt. Der Rat der Stadt Duisburg kann nicht die Verantwortung übernehmen, wenn irgendeiner der Betroffenen, die jetzt angeklagt sind, nur einen Fehler macht. Und Fehler sind menschlich. Ist Duisburg weg in ganz Deutschland, weil sie nicht reagiert haben. Allein diese Leute, die jetzt angeklagt sind, zu schützen, dafür müssen sie jetzt versetzt werden und nicht mehr in den Ämtern bleiben. Weil wenn sie ein... So, jetzt nehme ich Ihnen das Mikrofon weg. Sie haben eine Frage gestellt, 2 hatten Sie uns angekündigt. Herr Reiter beantwortet die Frage, wie schaffen Sie das mit der Aktenleserei? Also, das sind 32.000 Blatt. Erstmal muss ich sagen, Sie sagen, das Erste ist, was Sie sagen, ist schon nicht richtig, dass Sie sagen, ich weigere mich, mit anderen Anwälten zusammenzuarbeiten. Stimmt nicht. So. Ich habe ein Problem mit, ich habe ein Problem damit, dass ein Opferanwalt in der Öffentlichkeit in meinen Augen nicht die Position der Opfer vertritt, sondern als Wissenschaftler auftritt und hier erklären will, wieso die Ermittlungen so lange dauern und wieso es am Ende unter Umständen keine Anklage gibt. Das ist kontraproduktiv. Ich bin Interessenvertreter für die Opfer. Gut, so, Frage das Zweite ist beantwortet. Das Zweite ist, wie schaffen wir das? Es ist für die Kanzlei eine große Last. Normalerweise kann man Fälle schneller bearbeiten. Dadurch, dass das Ermittlungsverfahren so lange dauert, gibt es natürlich auch immer wieder Fragen. Das belastet unsere Kanzlei sehr. Aber ich stehle mich nicht aus der Verantwortung, sondern ich stelle mich der. Finanziell gesehen ist das eine ziemlich schlimme Nummer, mal auf Deutsch gesagt. Gut, letzte Frage von hier vorne. So, Tobias Menrad, Mönchengladbach. Frage so ein bisschen vorweggenommen. Wie sieht es denn in Zukunft aus, wenn hier in Mönchengladbach wieder Events stattfinden? Ich weiß, es gibt hier diverse Bootrennen. Was ist nächstes Jahr, wenn die Fußballweltmeisterschaft öffentlich übertragen wird? Regeln, organisieren, genehmigen das dieselben Menschen, die es damals bei der Love Parade gemacht haben, die jetzt noch bei Ihnen im Büro sitzen, im Rathaus, in der Kommune, in der Verwaltung? Ist eine klare Frage, Herr Oberbürgermeister. Also ich habe gerade schon erwähnt, dass die Stadt Duisburg aus der Love Parade-Katastrophe, was ihr Verwaltungshandeln angeht, was ihre Sensibilität angeht, Konsequenzen zieht und gezogen hat. Und insofern gilt das, was Jörn Teich gerade gesagt hat, im Hinblick auf das Sicherheitskonzept auch für alle anderen Veranstaltungen. Wir gehen damit sensibler um. Wir haben die Verfahren verändert. Wir haben jetzt zentrale Anlaufstellen, die alle Behördenteile einzeln beteiligen, die koordinieren und die dann, wenn sicherheitsrelevante Fragen zu beleuchten sind, die entsprechenden Behördenteile auch zusammenholen. Und die Behörde Stadt Duisburg, die einzelnen Ämter genehmigen die Veranstaltung, nicht einzelne Personen. Thank you.